Bundesaußenministerin Baerbock hat zusammen mit ihrem US-Amtskollegen Blinken Einigkeit demonstriert. Die Forderungen Russlands nach einem Rückzug der NATO aus Osteuropa seien unannehmbar, weil sie die europäische Friedensordnung infrage stellten. Zugleich forderten sie Russland zur Deeskalation auf. Die Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine seien besorgniserregend und jede Aggression werde Konsequenzen haben. Zuerst musste Blinken aber eine Äußerung von US-Präsident Biden klarstellen. Als der US-Außenminister in Berlin landet, steht eine Irritation im Raum. Was hat Präsident Biden am Vorabend gemeint? Drohen Russland begrenzte Sanktionen bei nur geringfügigem Eindringen in die Ukraine? Blinken versucht in Berlin für Klarheit zu sorgen. Man sei auf alle Szenarien vorbereitet und wenn irgendwelche russische Militärtruppen sich über die ukrainische Grenze bewegen und neue aggressive Handlungen ausüben, so Blinken, dann hätte das eine rasche, harte und gemeinsame Reaktion der USA, der Alliierten und Partner zur Folge. Gemeinsam diese Botschaft wollen sie senden in Berlin Vierertreffen, Deutschland, USA, Frankreich und Großbritannien. Bestandsaufnahme der vielen diplomatischen Bemühungen der vergangenen Wochen. Es gehe um den Erhalt der europäischen Friedensordnung, sagt Baerbock. Wir fordern Russland dringend dazu auf, Schritte zur Deeskalation zu unternehmen. Jede weitere aggressive Haltung, jede weitere Aggressivität würde gravierende Konsequenzen nach sich ziehen. Am Ende ist Präsident Putin dran. Er muss entscheiden, welchen Kurs er einschlagen will. Wo geht es hin? Davon kann sich Blinken morgen in Genf einen Eindruck verschaffen, wo er den russischen Außenminister Lavrov trifft. Vorher noch Termin bei Bundeskanzler Scholz. Blinken hatte vorher die Zusammenarbeit mit der neuen Bundesregierung gelobt. Stefan Stuchlik in Berlin. Was bedeutet der heutige Tag? Nun, es gab ja eine ganze Serie von Treffen heute in Berlin. Zuerst einmal ein Vierertreffen, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und die USA. Dann zwei bilaterale Treffen, Blinken mit Außenministerin Baerbock und Blinken mit dem Bundeskanzler. Und ich glaube, in diesen verschiedenen Konstellationen zeichnet sich so eine gemeinsame Linie ab, wie man Russland begegnen wird. Auf der einen Seite bedingungsloser Dialog, genauso ist es formuliert worden, das heißt ein Angebot zum Gespräch. Und auf der anderen Seite die Drohung mit Sanktionen, wirtschaftlichen, politischen und strategischen Sanktionen für den Fall, dass Russland wirklich aggressiv gegen die Ukraine vorgeht. Der Dialog wird fortgesetzt. Morgen bewegt sich Außenminister Blinken nach Genf, um dort mit Sergei Lavrov zu sprechen. Außenministerin Baerbock will mit ihrem französischen Kollegen in die Ukraine in nächster Zeit, so hat es geheißen, um auch dort die Lage noch einmal zu sondieren. Und auf der anderen Seite nehmen die Sanktionen konkretere Formen an. Da wird es zwar noch Nachverhandlungen geben, aber wenn man sich vorstellt, dass man im Prinzip versucht, den gesamten Westen unter einen Hut zu bekommen, und das sind einige Organisationen, die G7, die OSZE, die NATO und die EU, dann ist heute schon ein größerer Erfolg zu vermelden. Wie hat sich denn Blinken heute zur Situation in der Ukraine positioniert? Es gab ganz klar die Botschaft, 1 Millimeter über die Grenze, und es gibt harte Antworten des Westens. Wir haben ja gerade gehört, dass Joe Biden eine, ich würde es mal unglückliche Äußerung getan hat und gesagt hat, wenn es nur eine kleine Invasion ist, müsste man ganz anders drüber nachdenken. Das hat Blinken heute sofort abgeräumt. Er hat gesagt, if any forces, Russian forces, egal welche Truppenteile, egal wie groß oder wie klein die Aggression gegenüber der Ukraine ist, man wird reagieren. Das ist eine wichtige Klarstellung gewesen, vor allem für die Verbündeten Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben sie doch sehr erstaunt gezeigt, dass man möglicherweise von USA-Seite jetzt Invasionen in kleine und größere unterteilt. Das hat er klargezogen. Damit steht auch wieder die diplomatische Front. Und ganz klar ist, er wird mit harten Bandagen auf Sergei Lavrov treffen morgen in Genf. Und er wird dabei die Unterstützung der westlichen Alliierten, besonders Deutschland, Frankreichs und Großbritanniens, haben. Welche Konsequenzen drohen Russland dann konkret?
Es wurden heute über zwei Arten von Konsequenzen gesprochen. Das eine sind militärische Konsequenzen, präventive militärische Konsequenzen, wie das so schön heißt. Das heißt, liefert man eigentlich Defensivwaffen an die Ukraine? Die USA ist da ganz klar positioniert. Man ist da immer dafür gewesen, man liefert. Großbritannien tut das auch. Frankreich ist in der Position neutral. Deutschland hat es abgelehnt. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass Deutschland Defensivwaffen an die Ukraine liefert, für den Fall, dass es keine Aggression gibt. Danach wird man drüber nachdenken müssen. Das Zweite, das sind die Wirtschaftssanktionen. Da hat es größere Bewegungen gegeben. Deutschland hat Nord Stream 2, diese umstrittene Pipeline, zur Disposition gestellt. Olaf Scholz hat ja vor wenigen Tagen gesagt, okay, wenn es eine Aggression gibt von Russland gegen die Ukraine, dann müssen alle Konsequenzen gezogen werden, also auch Nord Stream 2. Dagegen hat auch Annalena Baerbock noch mal betont, man wird Wirtschaftssanktionen in Kauf nehmen, selbst wenn die Wirtschaftssanktionen Deutschland treffen. Das fand der amerikanische Außenminister lobenswert. Das hat er ausdrücklich gelobt, diese Position. Man muss dazu sagen, dass die USA immer gegen Nord Stream waren und sich auch ein bisschen immer grummelig geäußert haben darüber, dass den Deutschen die Wirtschaft lieber ist als die Diplomatie und die klare Ansage an Russland. Diese Differenzen scheinen heute ausgeräumt worden zu sein. Ja, und nun wollen sich morgen Russlands Außenminister Sergej Lavrov und Blinken in Genf treffen. Was ist denn davon zu erwarten? Ich glaube, wie gesagt, das Wichtige ist der heutige Tag. Die USA haben versucht, alle Kräfte hinter Anthony Blinken zu vereinen. Das ist ihnen bis zum bestimmten Punkt auch gelungen. Ich bin relativ skeptisch, ob wir morgen schon Resultate sehen werden oder etwas anderes als Pressekonferenzen, wo beide Seiten eigentlich nur mehr ihre bekannten Positionen noch einmal wiederholen. Aber man muss sagen, allein, dass das Treffen stattfindet, ist ein großer Erfolg. Dass es Blinken gelungen zu sein scheint, wirklich sämtliche größeren westlichen Organisationen auf einen Kurs zu bringen. Es gibt noch kleine unterschiedliche Meinungen darüber, wie hart die Sanktionen denn dann wirtschaftlich sein können. Also sprich, kann man zum Beispiel die sogenannte finanzielle Atombombe zünden und Russland aus dem SWIFT, aus dem internationalen Bankenüberweisungssystem werfen. Da wird noch gearbeitet, aber der Rest scheint klar. Und dann wird man gucken müssen, ob das nicht, und das ist der Wunsch sämtlicher Beteiligter, bei Russland weiß man es nicht, aber sämtlicher westlicher Beteiligter, der Auftakt ist zu einer Serie von Gesprächen. Stoltenberg hat ja vor wenigen Tagen gesagt, man wolle den Russland-NATO-Rat mit einer Serie von Gesprächen fortführen. Welches dieser Gesprächsangebote Russland annimmt und ob Russland überhaupt so ein Gesprächsangebot annimmt, das wird spätestens morgen zu sehen sein. Vielen Dank für diese Information in Berlin, Stefan Schuschlick.